Das gibt's aber nicht. Diese Person, die da ist, die nimmt die ganze Zeit alles. Ich dachte, ich wäre Spawn geschützt. Ja, sie hat mich schon aufgegessen fast. Eine Nuke genutzt, ihr seht's ja gerade. Ja, haben die Pech gehabt. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt's ein neues Spiel, und zwar ist das Sei eine Schlange. Ja. Das bin ich meistens in Among Us, aber jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier machen muss. Also, okay, ich check das. Das ist so ähnlich wie das eine Spiel mit dem Slime, was wir gespielt haben. Och, nö, ich bin aber Spawn geschützt, das ist gut. Das heißt, ich kann mich erstmal hier... Ja, das gibt's aber nicht. Diese Person, die da ist, die nimmt die ganze Zeit alles. Ich dachte, ich wäre Spawn geschützt. Ich dachte, ich wäre Spawn geschützt. Das ist jetzt aber ein bisschen fail. Habe ich nicht einmal kostenlos drehen? Ja, habe ich. Das ist aber ein Fail gewesen. 35%. Was heißt das? Das wäre jetzt aber ein Fail, oder Freunde? Weil... Nee, jetzt bin ich auf einmal nicht mehr Spawn geschützt. Ne, was ist das denn? Nicht, diese Person will mich wieder jagen. Weil ich bin bei 24. Nein, ich möchte nicht VIP 2 kaufen. Was soll das? Ich will einfach nur groß werden. So 51. Okay, die Person ist viel zu groß, gegen die ich kämpfen muss. 1000 hat die schon. Was ist das? Warum habe ich nur 83? Warum haben die anderen denn so viel? Wie machen die das? Ach so, weil ich da nee, VIP laufe. Deswegen fragen die nach dem Angebot. Das Problem ist... So. Ich muss mal schauen. Okay, die Schnelligkeit ist cool. Da ist jemand mit 53, den könnte ich doch eigentlich kriegen. Ja, ich habe ihn aufgegessen. So, ich muss aber wieder raus hier am besten. Kann ich nicht zurück. Ich renne lieber raus. Ah, ich habe. Man kann unten rechts sich gerade Geschwindigkeit sich kaufen, einmal oder paar Mal. Also nicht kaufen, sondern einfach machen. Das ist wiederum ganz cool. Ich habe 400 Punkte. Okay, die 400 Punkte sind gut. Oh, 64 gibt es den Frosch. Okay, okay. Anscheinend kommen dann neue Tiere. Spawnen die dann immer so. Okay, 64, das ist doch cool. Das ist eine gute Zahl. 64 Frösche brauche ich. 16, 16, okay, okay. 32. Ich muss die Frösche mitnehmen. Ich bin bei 700, das ist doch schon mal praktisch. Hier ist ein Huhn, 500. Oh nein. Wer kommt denn da auf mich? Ich laufe mal schnell weg, in der Hoffnung, dass sie mich nicht verfolgen. Ich habe jetzt 1000, das ist doch schon mal positiv. Okay, die jagen mich gerade nicht, das ist positiv. Da vorne gibt es was Blaues. Ah, ich bin geschützt. Das Blaue heißt, ich bin geschützt. Nee, ich sehe gerade, die Person kommt hinter mich. Das meint sie doch nicht ernst, oder? Wieso kommt sie denn zu mir? Ja, sie hat mich schon aufgegessen fast. Ey, ganz ehrlich, das ist frech. Das ist frech. Die hat mich einfach schon aufgegessen. Guck mal, ich habe nur noch den Kopf hier. Aber okay, ich wachs wieder. Ne, mich kannst du nicht bekommen. Das ist so gemein, ne? Dass ich persönlich, guck mal, die wollen mich immer noch jagen. Das ist so gemein. So, jetzt habe ich dich auch gegessen. Nee, ich bin immer noch kein VIP. So. Oh, da kommt ja jemand von oben. Och, das gibt's doch nicht. Der hat 15.000. Aber ich muss sagen, solche Spiele machen mir schon Spaß, weil da muss man Geduld haben, bisschen klug spielen und ja, der am meisten
Geduld hat, wird belohnt. So, ich muss aber wieder Frösche. Oh, guck mal die Tiere da an. Boah, die sind groß. Kannst du nicht kommen, geh mal in die VIP-Zone. Wir gehen mal in die VIP-Zone, komm. Wir kaufen uns mal die VIP-Zone frei. Ich weiß, ist unnötig, Freunde, eigentlich, weil ja. Weil sehr, sehr unnötig, weil ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Aber wir können hier ohne Ende farmen, oder? Irre ich mich? Lol, yo, ich sehe gerade, man kann ja echt hier ohne Ende farmen. Zwar dauert es dementsprechend auch ein bisschen, aber ich komme so schnell, ich werde so schneller groß. Schaut mal. Ich bin schon auf 2000. Boah, die größte Person hat 27.000, ne? Sag mir nicht, er hat doch VIP. Ne, er hat kein VIP. Er wartet auf mich hier vor der Tür. Doch, er hat VIP. Das glaube ich jetzt nicht. Das gibt's nicht. Und er hat mich gefressen. Er hat auch VIP. Das gibt's nicht. Ganz ehrlich, weißt du was? Das ist gemein. Guck mal, wie die Person mich hinterher, also wie die Person mich jagt. Weißt du was? Komm. Komm, du kannst mich haben. So. Jetzt wird die Person sehen. Passt auf. So. Ich habe jetzt eine Nuke genutzt. Ihr seht es ja gerade. Ja, haben die Pech gehabt. So. Ja, schaut mal, was ich da gemacht habe. Ich habe schön alle eliminiert. So, jetzt bin ich da. Und jetzt versuche ich schnell groß zu werden. Weil wenn ich es schaffe, jetzt schnell groß zu werden, dann kann ich alle holen. So, da die Person eben hier Spawn-Trapping gemacht hat, also sprich, hier bei in VIP geblieben ist, bleibe ich jetzt auch mal im VIP. Und wird das Ganze jetzt mal mit ihm abziehen. Bin mal gespannt, ob er das gut findet. Ja, komm, komm, komm ruhig rein. Komm ruhig rein. So. So, ja, komm. Komm ruhig rein. So, weg bist du. Und da ist die Person weg. Weil, Freunde, das ist eigentlich richtig gemein, aber die Person hat genau dasselbe eben mit mir gemacht. Das heißt, ja, ich ziehe das Ganze auch mit dir ab. Das heißt, diese Person wird jetzt nicht wachsen. Und ich bin bis jetzt der größte Merkioch. Das ist doch cool. Aber ich werde natürlich gleich hier mal rausgehen und den anderen auch eine Chance geben, hier reingehen zu können. Nur der einen Person will ich das nicht gönnen, weil die eben zu gemein war. Aber dieses Schnelligkeitsding ist ja gar nicht so da. Also, keine Ahnung, ich merke halt nichts davon. Die anderen Personen brauchen echt lange, um zu wachsen. Also ich muss schon sagen, VIP ist schon leicht OP. Klar, jetzt gerade ist es nicht mehr so viel, weil es sind nur 16. Okay, doch, 32 ist schon ganz gut. Oh, hier ist ein Huhn. Warte, wie groß ist denn das Huhn? 10.000 kostet das Huhn. Boah, da muss ich ja schnell wachsen. Okay, jetzt muss ich schnell wachsen. Weil ich brauche das Huhn. Mal schauen. Ja, da vorne traut sich, glaube ich, wieder jemand an mich ran. Ist es dieselbe Person? Ich weiß es nicht. Nö, ich glaube, die Person wird erstmal nicht hier hinkommen. Wird doch, glaube ich, erstmal nicht hier hinkommen. So, wir schauen mal weiter. Ja, ich will auch nur 10.000. Ich will nur 10.000, weil dann kann ich mir endlich das Huhn da holen. Also ich bin bei 8.000. Ja, ich komme mal näher ran. 8, 5. Oh, guck mal, da ist doch jemand.
Aha, guck mal, seht ihr es? Die Person hat sich wieder reingetraut und ist wieder rausgegangen. Also, nee, 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 nee. Du kriegst das nicht. Du wirst hier nicht wachsen. Was du eben abgezogen hast, wirst du mit mir nicht machen können. Die Person wird hier nie im Leben reinkommen. Weil die hat das eben ganz, ganz schlimm gemacht. Was denn Autofahren? So, komm her. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, komm, du bist schon klein genug. So, jetzt bin ich bei 20.000. So, wer will denn? Das Problem ist, was ich merke, man wird halt immer kleiner, ne? Ah, die Person hat sich jetzt das abgegriffen. Man wird halt immer kleiner. Das ist ein bisschen, was mich verärgert. Tja, er möchte handeln. Was kann man denn handeln? Ich weiß gar nicht, ich habe doch gar nichts. Das Problem ist, Freunde, wenn ich mich hier rausbewege, dann weiß ich halt nicht, wohin ich gehen kann. Komm, ich gehe mal raus. Aber warum bin ich denn so langsam auf einmal? Belohnung bereit, was ist denn die Belohnung? Wir gehen mal hier rein. Da vorne sehe ich jemanden, der geschützt ist. So, und jetzt muss es wieder aufladen, okay. Tausend. Icardi hat 3.200. Ich habe ja VIP jetzt freigelassen. Ne? Das heißt, die Leute können sich jetzt auch mal dahin begeben. So, die Krone steht mir doch gut. Ah, guck mal. Ich sollte, glaube ich, da vorne hingehen zu der Person. Ah, sie geht. Nee, ich dachte schon, sie geht runter. Sie jagt jemanden. Das ist lustig zu wissen. Und jemand ist unter der Erde. Freunde, als Großer findest du halt, ja, wirst du halt niemanden bekommen, weil die alle anderen viel zu schnell sind einfach für dich. Okay, aber wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher. Was ist das denn? Ich habe gerade eben da Sachen beansprucht, aber was ist das denn jetzt? Ach so, das sind diese Punkte da. Komm, dich nehmen wir jetzt mit. Nein. Und dann werde ich mitgenommen. Wie sieht es denn mit dir aus hier? Kriegen wir jetzt diese Person? Die ist auf dem vierten Platz. Ja, wir haben 10% von ihr. Eigentlich müsste ich, oh, Robbie Master nehmen. Der ist ziemlich groß geworden. Der ist auch da vorne. Leider bin ich langsam. Warum bin ich denn so langsam? Vielleicht nehme ich mal den Blitz da vorne mit. Vielleicht hilft der mir ja. Guck mal, da vorne, der da hinten wird ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob das die Person ist, die in den VIP-Bereich gehen möchte.
Ja, ihr seht es, Freunde, das Problem ist, ich komme nicht hinterher. Also ich komme einfach gar nicht an die Person ran. Die Person Robbie Master überholt mich auch schon fast. Die hat schon 13.000. Guck mal hier. Da bist du doch. Ist das nicht Robbie Master mit 11? Nee, doch 13.000. Das müsste doch Robbie Master sein. Malik. Komm her. Jetzt hat sie sich geschützt, clever gemacht, aber nochmal Schutz holt sie sich jetzt. Aber ich bin dicht auf der Spur. Sie hat sich ausgelockt. Die Person hat sich ausgelockt, weil sie wusste, ich erwische ihn oder sie jetzt. Und ist einfach rausgegangen. Irgendwo lustig, ja. Aber auch dann wiederum nicht. Ja, Freunde, das heißt, somit hat er mir jetzt einfach ja, den Platz hier geschenkt. Also sprich, den alleinigen Thron. Weil das wäre sonst noch ein spannendes Match geworden. Und da vorne ist der Platz 2. Also wir gucken mal, ob wir den Platz 2 kriegen. So, da haben wir 10% von Platz 2 genommen. Ja, Freunde, ich glaube, das war es tatsächlich schon, weil irgendwie wird, glaube ich, niemand mehr an mich rankommen. Das heißt, wenn man VIP hat und alles auf Neustart macht, dann ist es schon ein bisschen OP, muss ich euch ehrlich sagen, Freunde. Aber ich muss sagen, ja, war ziemlich cool. Mir hat es gefallen, das Spiel macht Spaß. Also ich glaube, das sind so coole Spiele für zwischendurch. Deshalb, ja, checkt's gerne ab. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.